und herzlich willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Und wir backen heute irgend so ein englisches Brot. Genau, dazu erzählen wir gleich mehr. Und ich mache wieder mit. Genau, Victoria ist dabei, das habt ihr jetzt schon gehört. Und ich hoffe, wenn alles klappt, dann auch in besserer Tonqualität. Sonst musste ich das ja immer einfach so mit dem Mikrofon bei dem Rekorder aufnehmen, wenn wir zu zweit was gemacht haben. Jetzt habe ich noch ein zweites Headset dazu gekauft und jetzt müssten wir eigentlich besser klingen. Und dieses englische Brot, was wir machen, das heißt Scones oder Scones. Gibt es wohl unterschiedliche Deutungen, wie man das ausspricht. Und das werden wir jetzt mal machen, weil die Zutaten müssen schön knackig kalt sein, wenn man den Teig macht. Denn es ist kein Hefeteig, sondern eine Art Mürbteig oder Kuchenteig. Und ist dieses Brot dann eigentlich auch süß? Ja. Oh, lecker. Das essen die Engländer zur Teezeit. Und da gibt es dann Sandwiches, aber dann eben auch diese Scones. Und erzähle ich gleich noch ein bisschen mehr, wie man die in England dann so isst. Darf ich auch noch mehr helfen? Na klar. Ich tue jetzt hier erstmal das Mehl rein. 200 Gramm. So. Ein bisschen mehr, macht nichts. So. Dann kommt relativ viel Backpulver rein. Oh. Das kannst du machen, genau. Das ganze Tütchen. Ja. Also in den Teig kommt. Das ganze Tütchen. Da kommt relativ viel Backpulver rein. Bei einem Podcast habe ich ja immer gesagt, das ganze. Mhm. Mach mal das Tütchen ein bisschen auseinander, dann hängt er dann nicht so drin. Kann ich noch irgendwas machen? Nur eins nach dem anderen, Spatz. Wir sind hier nicht auf der Flucht. Du kannst mal in die Küche gehen und ein Messer holen, aber dann musst du hier das Mikrofon abmachen. Ja, und dann mache ich mir auch einen Pferdeschwanz. Besser ist das. Jo, jetzt hängt das schon super hier in deinen Haaren, ne? So, geht aber. Denn wir müssen jetzt hier Butter reinkneten in den Teig. Das kann man entweder mit den Fingern machen, das ist natürlich dann immer mit Wärme verbunden. Genau, aber wenn ihr so eine Küchenmaschine habt mit so Messern, dann könnt ihr das auch damit machen. Die Butter muss im Grunde ganz fein im Teig verteilt werden. Allerdings so, dass sie eben nicht weich wird oder halt flüssig. Das Ganze muss relativ schnell und relativ, also so, dass die Butter noch kalt ist, in den Teig eingearbeitet werden. Ja. So, jetzt nimmst du von dem Stück Butter hier ein Fünftel. Ein Fünftel? Mhm. So, setz erstmal dein Mikro wieder auf. Warte, ich helfe dir. So, jetzt machen wir das hier mal unter dem Pferdeschwanz her. So. Sag mal was. Hallo, hörst du mich wieder? Ja. Gut, dann. Genau, nee, ich hol die Butter mal hier rüber. Ja. Sonst verheddern wir uns hier. Das ein Fünftel. Kannst du mal einen Strich machen, wo ein Fünftel ist? Ja, gut. Dann ist es keine Rechenaufgabe mehr. So, guck mal hier. Du musst wissen, ein Stück Butter sind 250 Gramm. Und wir wollen 50 Gramm. Nur warte, jetzt, wenn du es nicht weißt, dann musst du zuhören. Ach, mitten in der Mitte? Nee, die Hälfte wären von 250 Gramm 125 Gramm. Davon die Hälfte wären 62,5 Gramm. So, und wenn wir jetzt ein bisschen links davon ein Stück abschneiden, dann haben wir so ziemlich genau 50 Gramm. Auf 2-3 Gramm kommt es nicht an. Das machst du. Und das Stück, was wir da abschneiden, da kannst du nochmal so kleine Würfel draus schneiden. Und die tun wir dann hier in die Schüssel. Musst du mal gerade abschneiden, sonst sind es vielleicht nachher. So. Leg das mal auf das Papier, genau. Und dann schneidest du da so Klötze ab, genau. So, Rinder mit, genau. Das
So, das wäre schon mal getan. Und das rühren wir jetzt schon mal schön hier in der Maschine. Ich habe jetzt hier so ein... Kann ich auf 1 stellen? Ja, das mache ich jetzt. Ist das schön laut. Wir gehen mal ein bisschen zurück. Für mich ist das nicht laut. Es ist gar nicht laut. Oh, das spritzt ja raus, wenn du auf 4 machst. Oder war das 3? Die ganze Butter klebt jetzt hier an dem Rührwerk. Das schnipsen wir hier mal raus, sonst verteilt sie es ja gar nicht richtig. Machst du das? Ja. So, ich hole jetzt tatsächlich noch die 2 Sachen, die ich vergessen habe, nämlich einen Löffel und Salz. Das riecht echt gut, der Teig. So lange erzähle ich hier noch ein bisschen. Das riecht toll. So, weiter geht's. Machen wir es wieder an. So, was wir auch schon reintun können, ist Salz. Der ist ja schmutzig. Das ist nur Roggenbrotteig. Das Zeug klebt wie verrückt. Das ist jetzt ein halber Teelöffel ungefähr. Ich hole noch mal einen sauberen Löffel. Okay. Papa, ich mag aber keine Rosinen. Aber ins Grons kommen Rosinen rein. Wie du weißt, wissen solltest. Ach, ich probiere es dann mal mit Rosinen. Vielleicht mag ich das ja. Das sind ja auch Korinthen. Das sind ganz feine Rosinen. So, jetzt tue ich hier den Orangenzucker rein. Einen Esslöffel, beziehungsweise Vicky macht das natürlich. Und sonst, wenn ihr den nicht habt, wenn ihr im Sommer nicht... Dann müsst ihr einfach von ganz schönen Orangen oder einfach Orangen den Rand mit so einer Reibe abmachen und dann mit Zucker vermischen. Oder man nimmt einfach normalen Zucker, das geht auch. Oder das nächste Mal zum Potstock-Festival kommen, dann bringe ich vielleicht wieder welchen mit. So, die Butter ist jetzt hier schön eingerührt, das sieht man ganz gut. Ja. So. Jetzt nehmen wir das hier aus der Maschine raus. Hier nicht auf mir rumhängen, Vicky. Wir machen jetzt hier Kochen und nicht Kuschelzeit. So, und dann gucke ich hier auf meinen schlauen Zettel. Deinen schlauen Zettel. So, Backpulver haben wir, Salz haben wir, Zucker haben wir, Mehl haben wir. So, jetzt kommt der Zeitpunkt, wo die Rosinen dazu kommen. Und wir machen auch nur so ein paar fürs Auge. Das wird jetzt fürs hier. Auge? Ja, weil das sind so lustige Bubbel da drin sind. Also es gibt die auch ohne, aber ich finde es halt schöner, die Scones mit Rosinen. Und ich habe sie extra gekauft für das Konzept. Da will ich sie auch benutzen. Ich mag keine Rosinen. Aber ich probiere sie eben. Rosinen sind doch und Korinthen auch sind süß. So, jetzt kommen hier 125 Milliliter Milch rein. So, jetzt. Ich bin in ihrer Eintrommaschine. Jetzt verrühren wir das hier mal so. Möglichst zügig. Ja, warte, lass das mal Papa machen. Ich bin zügig. Ja, aber das muss jetzt hier, wenn das zu warm wird, dann ist es im Eimer. So. Und wenn es sich so ein bisschen grob mit der Milch verbunden hat, hast du dir die Hände gewaschen? Die Frage ging an dich, Fräulein. Ja, willst du kneten oder nicht? Ja. Gut, dann schnell ins Bad. So, genau. Der Grund für diese Verzögerung ist nicht, dass ich keine Sendungen hatte für euch, sondern weil ich einfach auch in der letzten Zeit öfter diese Reihen gemacht habe, wo ich in jeder zweiten Folge zu einem bestimmten Thema was produziert habe. Die Scones hier oder Scones gehören natürlich zur englischen Küche und da hatte ich eben vor, das hier mal weiterzumachen und da kam das jetzt dran. Ich hatte tatsächlich noch mehrere Folgen fertig herumliegen, aber wenn man sich dann so einen Plan macht, dann steht einem natürlich auch sowas im Weg. Und darum
habe ich jetzt längere Zeit Pause gemacht, weil ich mir gesagt habe, so, wir machen, müssen diese englische Reihe weitermachen. So, aber jetzt ganz schnell kneten. Mach mal das vom Löffel ab. So, einmal durchkneten und wenn du merkst, da ist noch so ein kleines Butterklümpchen hier drin. Hier unten ist noch. Achso. Es geht hauptsächlich darum, die Butterklümpchen zu entdecken. Fühlt sich schön kühl an. Mm, das ist auch wichtig. So, drück mal richtig den Teig zusammen und fühl mal, ob da so kleine feste Butterinseln noch drin sind. Ich meine, es wäre jetzt auch nicht schlimm, aber... Ich finde welche. Ja, musst jetzt auch gleich schon fertig sein, weil wenn du den Teig jetzt, der wird ja von deinen Fingern warm, wenn der jetzt die Butter flüssig wird, dann haben wir verloren. Dann ist das hier nur noch Soße. Beziehungsweise wird das dann nachher nicht so schön flockig. So, jetzt machen wir alles von den Fingern ab. Ich helfe dir mal mit dem Löffel. So. Das ist alles. Musst du mit in den Backofen? Nein, meine Finger zumindest. Warte, jetzt kann ich. Genau. Man sieht es nachher auch auf den Fotos, die wir machen, wenn die fertig sind, die Scones. Das, wie man die dann typischerweise isst. Natürlich habe ich eben schon gesagt, zur Teezeit gehört eine Tasse schwarzer Tee dazu. Wer möchte dann mit Milch? Und dann gibt es noch eine Spezialität dazu, das nennt sich Clotted Cream. Und das ist im Grunde so ein Mittelding aus Sahne und Butter. So, den Rest wäscht du mal ab, ne? Das kriegen wir jetzt nicht mehr so. Das müssen wir jetzt so lassen. Hammerteig. Ja, wird schon. Abmachen. Und, guck, ich habe geahnt, dass das passiert. Ist Vicky mit dem Mikrofon losgerannt. So, und ich mache jetzt hier schnell so. Ja, ist gut. Wasch mal einfach ab. Ich mache jetzt hier so runde Teiglinge auf das Backpapier, beziehungsweise habe ich so eine Silikonmatte mir mal zugelegt. Und dann backen wir das nachher schön. Man kann die unterschiedlich groß machen. Also es sind, ich habe welche gesehen, die durchaus so groß sind wie Brötchen. Also dann so flache, runde Brötchen. Aber für so die feine Teezeit, wo man jetzt auch nicht Ewigkeiten an so einem Stück rumkauen möchte, kann man natürlich auch durchaus kleinere, eher wie kleine Muffins oder sogar noch kleiner machen. Ich mache jetzt hier keine Ballettvorstellung, sondern vier relativ große. Der Teig ist auch etwas weich geworden. Vielleicht müsst ihr da, wenn das euch auch passiert, nochmal mit ein bisschen Mehl nachjustieren. Eigentlich sollte der wie ein Mürbteig eher so formbar und ausrollbar sein. Denke mal, dass es jetzt hier nicht dramatisch daneben geht. Ist jetzt halt nicht die Konsistenz, die ich erwartet hatte, aber das muss jetzt nicht schlimm sein. Und es gibt natürlich auch zig Variationen von diesem Teig. Da kann man natürlich dann auch noch mal schauen, ob mein Rezept jetzt schon das Beste ist, wo gibt offenbar so in dieser Kombination erstmal nicht. Gut, dann schmeiße ich jetzt den Backofen an und dann treffen wir uns gleich nochmal, wenn wir alle Pfoten gewaschen haben und vielleicht sogar schon die Scones fertig gebacken haben. Bis dahin. So, da sind wir schon beim zweiten Teil. Ja, und ich auch. Hände sind sauber, wir haben auch schon wieder einigermaßen alles aufgeräumt. Und wenn ihr das Brot backt, könnt ihr in die Formen auch so ein bisschen Öl am Rand von innen einschmieren mit dem Finger oder Pinsel. Wir haben das gerade mit den Fingern gemacht, weil dann bleibt der Teig da nicht so dran kleben. Genau. Ich habe
ich habe einfach so Servierringe darum gemacht, jetzt um meine vier Stück. Einfach, weil der Teig etwas weicher geworden ist und damit der nicht auseinanderläuft und wir nachher irgendwie Kekse haben, haben wir das jetzt so mal da drum gemacht. Und dann auf den zweiten Blick haben wir dann überlegt, dass wir doch lieber noch ein bisschen Öl da reinmachen, damit nachher unser Gebäck da nicht sich dran festbäckt. Und dann hat Papa noch in so eine kleine Schüssel ein Ei gemacht und einen Pinsel dazu gelegt, aber ich weiß nicht warum. Soll ich das mal sagen? Ja. Wir machen jetzt noch ein bisschen Ei oben auf die Scones. Oh ja. Dafür musst du es zerquälen. Kriegst du das mit dem Pinsel hin? Ja. Gut. Dann müssen wir jetzt gleich nur das Kunststück hinbekommen. Machen wir auch richtig ordentlich verquälen, ne? Dass wir jetzt mit den zwei Mikrofonen und dem Rekorder zusammen zum Backofen hüpfen, ohne uns hier zu verheddern. Und dann kannst du von mir aus auch dann den Guss auf die Scones draufpinseln. Willst du das machen? Mhm. Gut. Genau. Die Clotted Cream hatte ich eben, glaube ich, noch nicht erwähnt. Die kann man hier mittlerweile auch in manchen gut sortierten Supermärkten kaufen. Muss man einfach mal im Kühlregal gucken. Entweder da, wo Sahne steht oder wo Butter steht, dann oder Creme Fraiche und solche Dinge. Das sind meistens so kleine Gläschen. Also sieht vielleicht aus jetzt vom Erscheinungsbild eher wie Sahne-Meerrettich. So, steht dann aber Clotted Cream drauf. Und natürlich dann alle Arten von Konfitüren, Marmeladen gehören dazu. Sehr klassisch natürlich Erdbeer. Aber wenn ihr da Präferenzen habt, zum Beispiel oder auch so Bitterorangenmarmelade oder solche Sachen, die sind ja in England durchaus auch typisch, dann nehmt ihr eben die. Wir haben jetzt hier Erdbeermarmelade gekauft, weil das auch farblich schöner ist als so eine orangefarbene Bitterorangenmarmelade, zumal Vicky jetzt mit Bitterorangen sicher auch nicht viel anfangen kann, wa? Nee, mag ich nicht. Gut, jetzt haben wir es schön verquirlt. Ich nehme den Rekorder, du nimmst hier den Pinsel und das Gläschen. Mhm. So, jetzt musst du dann gleich erstmal aufpassen. Da kommt bestimmt erstmal eine Wolke warme Luft raus. Ich ziehe dann hier das Backblech ein bisschen raus. Kommt nichts raus. Ja, wenn man davor steht schon. So, und jetzt ganz dünn obendrauf. Genau, das reicht schon. Gut verteilen. Mach mal zügig, damit wir die schön wieder in den Ofen zurücktun können. Ich mache sehr zügig. Genau, dann backen wir sie so. Also so 15 bis 20 Minuten brauchen die. Vielleicht etwas länger. Ich habe den Ofen jetzt auf 180 Grad gestellt. Das müsste eigentlich gut gehen. Mann, war das heiß, als ich mich da ja, siehst du? Backofen eben, ne? Ja. So, dann haben wir aber soweit alles vorbereitet. Jetzt können wir noch ein bisschen den Tisch decken. Und ich mache noch einen schönen schwarzen Tee. Zusammengekettet. Ja, ist doch auch mal lustig, ne? Was ist das? Das ist ein Sahnebutter, kannst du sagen. So, und wo habe ich jetzt? Ich glaube, die Erdbeermarmelade habe ich hier noch gar nicht aufgemacht. Da ist sie. Warte mal, ich hole schon mal Besteck raus. Genau, zwei kleine Löffelchen brauchen wir. Gut. Ich nehme den hier. Ja, das ist für die Gläser. Man kann das ja dann so drauflöffeln auf die Scones. So. So, und dann komm noch mal mit in die Küche. Dann gieße ich nämlich auch gerade den Earl Grey Tea auf. Warte, ich komm mit. Ja, besser ist das. Sonst reißt das Kabel durch. Genau. Das so, und ich hol schon mal Teller. Nee, die stehen da doch schon. Hast du nicht gesehen? Ach so, ja, stimmt. So. Ich esse mein Brot mit den Fingern. Das wird aber gleich noch ziemlich heiß sein, ne? Dann puste ich eben und pass auf. Pass auf. Pass selbst auf. So. Das reicht. Müssen wir gleich nur noch die Kamera bereitstellen, damit wir gleich ein schönes Foto für die Sendung machen können. Ja. Und dann haben wir alles für diese Sendung.
Ja. Können wir uns im Grunde schon verabschieden von den Hörerinnen und Hörern? Oh nee, jetzt noch nee. Was möchtest du denn noch erzählen? Weiß ich nicht. Siehste? Aber ich möchte das, Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, tschüss.